Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wir haben gestern ein umfangreiches Landtagswahlprogramm beschlossen, mit dem wir deutlich machen, wofür wir bei dieser Landtagswahl im Oktober antreten. Wir wollen, dass Niedersachsen tatsächlich an die Spitze kommt. Wir wollen dieses Land modernisieren und wollen damit den Stillstand, den wir in der Regierung, unter der Regierung von Stefan Weil seit nunmehr knapp 9 Jahren und der Großen Koalition seit knapp 5 Jahren in Niedersachsen erleben, diesen Stillstand wollen wir beenden und Niedersachsen endlich modernisieren und fit für die Herausforderungen der Zukunft machen. Und dazu gehört halt neben der Reaktion und den immer wieder Anpassen an die aktuellen Krisen, die wir haben, mit Blick auf den schlimmen Krieg und den Überfall Russlands auf die Ukraine, mit dem Blick auf die Corona-Pandemie, die nach wie vor zu bewältigen ist, gilt es natürlich darüber hinaus, die großen Herausforderungen zu bewältigen, wie etwa die Digitalisierung, die sich stellt, wie etwa den Übergang in eine Wissensgesellschaft, wie man den gestaltet und wie Niedersachsen daran dann tatsächlich auch partizipieren kann und wie es eigentlich gelingt, die Potenziale, die Niedersachsen hat, optimal zu nutzen, damit wir auch künftig in Niedersachsen eine Gesellschaft haben, die in Wohlstand leben kann, die Wissenschaft, die Bildung, die all die Dinge, die soziale Leistungen finanzieren kann, um tatsächlich auch dann in Niedersachsen gut leben zu können. Und um das alles zu erreichen, meine Damen und Herren, haben wir sehr konkrete Vorstellungen. Wir haben als Freie Demokraten konkrete Vorstellungen darüber, wie wir die Investitionsdefizite, den Verfall der Infrastruktur in Niedersachsen in eigentlich fast allen öffentlichen Bereichen, insbesondere im Bereich der Bildung, aber auch der Landesinfrastruktur, etwa wenn es um Polizeigebäude und andere Gebäude geht, wie wir diesen Verfall der Investitionen endlich beenden können und dieses Investitionsdefizit endlich aufholen können. Dazu haben wir mit unserem Drei-Säulen-Modell, mit der Modernisierungspartnerschaft, mit Investitionsagentur und dem Modernisierungsfonds 3 konkrete Vorschläge. Die hat sonst keiner in Niedersachsen. Keine andere Partei hat konkrete Vorstellungen darüber. Wir können darstellen, wie wir die Investitionsdefizite von einem über 2-stelligen Milliardenbereich endlich aufholen können, um Niedersachsen fit für die Zukunft zu machen. Wir wollen, und dafür trete ich natürlich auch persönlich besonders ein, wie für alle Punkte in diesem Wahlprogramm, wir wollen natürlich auch, dass in Niedersachsen gewirtschaftet werden kann, dass tatsächlich der Wohlstand, der von Unternehmerinnen und Unternehmern eben erbracht wird, erwirtschaftet wird, Arbeitsplätze geschaffen werden, soziale Sicherheit dadurch auch begründet wird, dass dies auch tatsächlich möglich ist. Dass also Verfahren schneller laufen, weil das ist das, wofür das Land tatsächlich einstellt, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren schnell laufen, dass wir Gründerinnen und Gründer unterstützen, die dann tatsächlich den Weg in die Selbstständigkeit gehen wollen, weil sie etwas unternehmen wollen, weil sie selbstständig sein wollen, weil sie Eigenverantwortung übernehmen wollen und auch leben wollen und ihr Leben selber in die Hand nehmen wollen, Pilot ihres eigenen Lebens sein wollen. Diesen Menschen wollen wir zur Seite stehen und Rahmenbedingungen schaffen, dass dies einfacher, schneller und effizienter möglich sein wird. Und wir stehen dafür, dass der große Trend der Digitalisierung, die große Herausforderung der Digitalisierung, dass das endlich auch in Niedersachsen wirklich ankommt und verstanden wird. Digitalisierung ist mehr als das Breitbandkabel. Digitalisierung ist mehr als die Tablets in der Schule, sondern Digitalisierung hat was mit einem Verständnis digitaler Prozesse zu tun und dann wirklich analoge Prozesse auch digital denken, umsetzen zu können und die zusätzlichen Chancen der Digitalisierung auch wirklich nutzen zu wollen. Stefan Weil und Bernd Altusmann glauben, dass das Breitbandkabel die Digitalisierung ist. Das ist nicht der Fall, meine Damen und Herren. Da braucht es eine politische Kraft. Das sind wir, die das endlich auch deutlich machen. Und für uns ist entscheidend, dass es uns gelingt, Chancen zu eröffnen. Wir haben das immer wieder gesagt, dass das der zentrale Wert, das zentrale Ziel unserer Politik ist. Wir wollen die Menschen in die Lage versetzen, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen, um für sich selbst und für andere Verantwortung übernehmen zu können. Und zwar ohne, dass die Herkunft, wo jemand herkommt, eine Rolle spielt, sondern entscheidend ist das, wo er hin will. Und auf diesem Weg ist es unsere Verantwortung und Pflicht als Politik und als staatliche politische Verantwortungsträger, diese Rahmenbedingungen optimal zu schaffen.
Und das ist im Land ganz konkret die Bildungspolitik, wo man ansetzen muss, wo Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit eben jeder die Chance hat, tatsächlich sein Leben selbstständig, eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Und deshalb ist die Bildungspolitik auf allen Ebenen für uns von zentraler Bedeutung und wird das zentrale Wahlkampfthema sein. Dabei geht es um die Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten. Es geht darum, endlich Digitalisierung in den Schulen tatsächlich auch umzusetzen und nicht immer nur darüber zu sprechen und zu reden. Es geht darum, die berufliche Bildung weiter zu fördern und zu stärken, denn der Meister ist genauso viel wert wie ein Master. Und das muss man immer wieder deutlich machen, dass das eine wertvolle, hochqualifizierte Ausbildung sind, an dem wir ein gesellschaftliches Interesse haben. Und wir wollen die Hochschulen in die Freiheit entlassen, weil sie wissen selbst am besten, wo sie ihre Potenziale und Schwerpunkte setzen können, um am Ende tatsächlich auch in der Spitze im bundesweiten und europaweiten und weltweiten Vergleich mit dabei zu sein. All das haben wir in unserem Wahlprogramm beschrieben, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde. Und dafür möchte ich als Spitzenkandidat in diesem Landtagswahlkampf mich einsetzen, für die Freien Demokraten dafür kämpfen, für diese Inhalte und für ein, ja, zweistelliges Ergebnis bei der Landtagswahl am 9. Oktober mit 400.000 Stimmen für Niedersachsen. Damit wir diese Ziele, diese aus unserer Sicht ja dringenden Notwendigkeiten tatsächlich in konkrete Politik umsetzen können, damit wir dann eben auch ein Ergebnis haben, in dem in Niedersachsen keine Regierung ohne Beteiligung der FDP gebildet werden kann. Denn nur dann ist nach unserer Überzeugung auch sichergestellt, dass diese großen Herausforderungen angegangen werden. In diesem Sinne, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, bitte ich Sie um Ihre Stimme, um Unterstützung auf diesem Listenplatz 1 als Spitzenkandidat der Freien Demokraten in Niedersachsen. Ich bin seit nunmehr 10 Jahren etwa Landesvorsitzender und gestern dankenswerterweise noch einmal wiedergewählt worden und bedanke mich auch hier noch mal um das Vertrauen, diese Partei weiterhin führen zu dürfen. Was mir viel Freude macht, weil die FDP in Niedersachsen ist eine Partei, die ja, die zusammensteht, die ganz unterschiedliche Charaktere hat, die aber immer wieder freundschaftlich eben für die liberale Sache eintritt. Und dafür möchte ich auch gemeinsam mit Ihnen, gemeinsam mit euch in diesen Wahlkampf ziehen, um Niedersachsen tatsächlich an die Spitze zu bringen. Herzlichen Dank.